Sie haben alle Tests bestanden, sämtliche Hürden genommen und sind durch alle Reifen gesprungen. Jetzt müssen Sie nur noch auf die Welt losgelassen werden. Aber Moment mal, was ist das? Ach ja, da ist ja noch eine Prüfung. Sie müssen jetzt durch das Tal des Todes. Alle neuen Produkte müssen hier durch, bevor sie auf den Markt kommen. Viele schaffen es nie und mitunter ist das auch in Ordnung, wenn sie nicht funktionieren, keine Nachfrage besteht oder aus diversen anderen Gründen. Aber auch bei Erfindungen, die helfen könnten, große globale Probleme zu lösen, besteht dieses Risiko. Das liegt daran, dass nicht nur das Potenzial einer Technologie darüber entscheidet, ob sie erfolgreich sein wird. Das Tal des Todes ist besonders riskant für komplexe physikalische Objekte, im Gegensatz zu Software, und für Innovationen in stark regulierten Bereichen wie Medizin, Baustoffe und Transport. Vorschriften und andere Hindernisse sind aber nicht per se schlecht, da sie meist Menschen schützen sollen. Jedoch schrecken sie Investoren ab, und das ist es, was gute Ideen im Tal des Todes gefangen hält. Die Finanzierung versiegt, bevor sie profitabel werden. Besonders akut ist dieses Problem heute bei den kohlenstoffemissionsfreien Technologien. Diese sind für unsere Zukunft unverzichtbar, da sie Treibhausgasemissionen reduzieren helfen und das Klima stabilisieren. Allerdings machen bestimmte Eigenschaften sie im Tal des Todes besonders verwundbar. Sehen wir uns mal an, warum das so ist und wie wir es ändern können. Alle neuen Technologien müssen eine Entwicklungsphase durchlaufen, bevor sie profitabel werden können. Bei kohlenstoffemissionsfreien Technologien sind die Kosten hierfür hoch und die Fristen lang. Und trotz ihres potenziellen Nutzens ist die Nachfrage oft gering, weil sie meist große Veränderungen bei Infrastruktur und Verbraucherverhalten erfordern. Zum Beispiel verbrennen elektrische Wärmepumpen keine fossilen Brennstoffe und sind, wenn man die Energieeinsparungen mit einbezieht, kostenmäßig gleichauf mit Gasheizungen. Aber Hausbesitzer wechseln ihre Heiz- und Kühlsysteme höchstens alle paar Jahrzehnte aus. Direct Air Capture Technologien indessen spalten CO2 direkt aus der Luft ab. Wir brauchen diese Technologien, um unsere Emissionsziele zu erreichen, und manche davon haben sich bereits bewährt, drohen aber im Tal des Todes zu verenden, weil sie teuer sind. So entsteht ein Teufelskreis, denn der beste Weg zur Kostensenkung ist, naja, das Üben, mehr von einem Produkt herstellen und es optimieren. Doch hohe Anlaufkosten schrecken Investoren ab und ohne deren Geld können die Unternehmen ihre Technologien nicht weiterentwickeln und somit auch nicht die Kosten senken. Zum Glück gibt es einen Ausweg aus diesem Teufelskreis. Regierungen können die Lücke schließen, wenn Privatinvestoren Technologien mit großem sozialen Nutzen nicht finanzieren wollen. Das ist nicht nur eine Theorie. In den 1990ern gab es bereits funktionierende Solarmodule, die aber wegen der Kosten kaum Verbreitung fanden. Um das zu ändern, bot Deutschland Solaranlagenherstellern staatliche Kredite an und verpflichtete die Energieversorger dazu, Strom aus erneuerbaren Energien abzunehmen. Die USA und China folgten dem Beispiel und finanzierten große Solarmodulprojekte. Die Kosten für Solaranlagen sind seit 2009 um fast 90% gesunken, was die Anschaffung erleichtert. Ähnliches passierte bei der Windenergie. Während der Ölkrise in den 1970er Jahren investierte Dänemark in Windenergie und begann, deren fossile Konkurrenz zu besteuern. Weitere Länder ergriffen ähnliche Maßnahmen und als weltweit immer mehr Windkraft erzeugt wurde, sanken deren Kosten deutlich. Diese Erfolgsgeschichten zeigen, dass Staatsinitiativen funktionieren, wie etwa höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Steuer- und Kreditanreize, sowohl für Start-ups, die kohlenstoffreiche Technologien entwickeln, als auch für Verbraucher, die sie kaufen wollen, sowie die Besteuerung von Kohlenstoffemissionen. Für mehr Innovationen müssen die Regierungen das tun, was sie für Solar- und Windenergie getan haben. Letztendlich können aber Ideen und Erfindungen allein unsere drängendsten Probleme nicht lösen. Gesetze und Märkte müssen so gestaltet werden, dass sich die aussichtsreichsten Technologien durchsetzen können. Wir haben die Mittel und das nötige Wissen, um eine sauberere, sicherere und gesündere Zukunft für unseren Planeten zu gestalten. Besuche ed.ted.com/earthschool, um deiner Neugier und deiner Hoffnung Nahrung zu geben,
indem du mehr über die spannenden Maßnahmen erfährst, die bereits unternommen werden, und wie du dich daran beteiligen kannst.